Seit einem Jahr ist jetzt der BMW M4 auf dem Markt und jetzt legt BMW nach mit dem M4 GTS. Ein Sondermodell, die haben Tradition bei BMW, gab es schon seit 1988, damals als allererstes mit dem M3 Evolution. Diese Sondermodelle, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr Leistung haben, dass sie gewichtsoptimiert sind. Das trifft natürlich jetzt hier auch für den M4 GTS zu. Der sieht richtig scharf aus hier mit dem Dark Frozen Grey und dem orangenen Akzenten. Das würde man eigentlich sonst nur von Tunern erwarten. Jetzt hier von einem Hersteller, da sieht man auch, die können das auch. Die müssen nur mutig sein. Sieht richtig, richtig gut aus. Hier vorne auch mit dem Frontsplitter, bevor nachher jemand meckert. So dürfte ich damit nicht auf die Straße. Thema Fußgängerschutz. Deswegen kann man den hier eben noch zurückfahren und dann ist alles safe. Erste und wichtigste Innovation hier beim M4 GTS. Das ist die Motorleistung. Die wird hier gesteigert, indem man den bekannten Reihensechszylinder jetzt nochmal mit Wasser versorgt. Ja, hört sich erstmal ein bisschen seltsam an. Letztendlich ist es so, dass der Turbolader jetzt Wasser eingespritzt bekommt. Das ist ein ganz feiner Sprühnebel. Der kühlt wiederum die Ladeluft. Dadurch habe ich einen höheren Ladedruck und dadurch auch mehr Leistung. Wie viel mehr Leistung, das will BMW noch nicht verraten, aber gehen wir mal davon aus, von den 431 PS werden hier im GTS mindestens 490, wenn nicht sogar 500 PS stecken. Ja, das hier, das ist die zweite Innovation. Ich gucke da immer noch ganz fasziniert hin. Das ist das OLED-Hecklicht. OLED, das steht für organisches LED. Das ist was ganz, ganz Neues auf dem Markt. Hier zum ersten Mal in Serie. Anders als bei normalen LEDs werden nicht nur einzelne Punkte quasi angestrahlt oder ausgestrahlt. Hier werden ganze Flächen ausgestrahlt und dadurch kommt dieser schöne Fächer zustande. Dieser dreidimensionale Fächer sieht hammerhart aus, trägt letztendlich nicht zur Leistung bei, aber hier geht es natürlich auch um Optik und dafür steht natürlich auch so ein gewaltiger Heckspoiler. Jetzt würde ich ja auch gerne mal reingucken in dem M4 GTS, darf ich aber nicht. BMW macht es spannend, zeigt Ende des Jahres den Innenraum. Dann werden wir sehen, ob es hier auch noch weitere Überraschungen gibt, ob hier auch das Thema Gewichtsreduzierung weitergeführt wird. Vielleicht fehlt die Rückbank, wir werden es sehen. Es ist eine Überraschung und wir werden sicherlich dann auch erfahren, wie viel der Wagen kosten wird. Wir spekulieren so um die 110.000, da stecken eben eine Menge Innovationen drin. Der Wagen ist auch noch dazu limitiert in seiner kleinen Serie, wird im Frühjahr 2016 auf den Markt kommen und dann zum ersten Mal nicht nur in Europa, sondern auch in USA, in Japan und in China.